E-Mobilität wird ein immer größeres Thema in Deutschland. Insbesondere für Kurstädte ist natürlich ein schöner Punkt, wenn immer mehr E-Autos kommen. Sie stören nicht, sie sind leise. Freut sich der Bürgermeister von Bad Wildungen hier über die Säule in Reinhardshausen? Das ist eine gute Frage. Natürlich freue ich mich darüber, dass es eine weitere E-Ladesäule hier in Bad Wildungen gibt für das Angebot. Gerade, wie er eben schon richtig gesagt hat, wir als Kurort auch sehr viele Besucher und Gäste aus anderen Bundesländern haben. Und natürlich nimmt, wie überall in der Bevölkerung, die E-Mobilität auch bei denen zu. Und somit musste die Infrastruktur für die Lademöglichkeiten auch gegeben sein. Aber was ich auch nicht verheimlichen möchte, für mich ist die Elektromobilität nur eine Übergangslösung, weil letztendlich effizient bis zum Ende durchgedacht ist sie meiner Meinung nach nicht. Wir haben im Vorgespräch gehört, interessant sind Schnellladesäulen, aber stehen in keinem Verhältnis zu den Nutzen und Kosten. Also da müssen Trafostationen dabei und so weiter. Also kostet die Schnellladestation rund 90.000 Euro. Das ist Vielfaches von den jetzigen Kosten. Das wird also auch nicht die Zukunft werden. Richtig, einmal die Kosten ist das eine Problem, was die Schnellladestationen anbelangt. Natürlich die entsprechenden Leitungen müssen auch überall verlegt sein. Das sind auch weitere Kosten, das man nicht machen darf. Und selbstverständlich der große Punkt der Herstellung der Batterien und nachher die Entsorgung, die Weiterverwendung der Batterien. Das ist ein großes Thema, was mich dazu veranlasst zu sagen, okay, das kann noch nicht die letzte Lösung sein, sondern nur eine Zwischenlösung. Die bisherigen E-Ladesäulen in Bad Wildungen, Alter Friedhof wurde angesprochen, inzwischen gibt es auch einen Supermarkt mit einer E-Ladesäule, geplant ist eine in der Brunnenallee, die werden aber bisher gut angenommen. Die werden immer besser angenommen, am Anfang war es etwas schleppend, hing aber auch damit zusammen, dass einfach noch nicht so viele Elektrofahrzeuge verkauft wurden oder zur Verfügung standen. Aber mittlerweile dadurch, dass fast jeder Hersteller auch Elektromobilität oder Elektroautos mit im Angebot hat, ist natürlich die Anzahl größer geworden und somit ist auch die Nutzung der öffentlichen Ladesäulen entsprechend gestiegen. Die Stadt Bad Wildungen ist inzwischen auch mit dem einen oder anderen Fahrzeug elektrisch unterwegs. Wir sind schon eine ganze Weile elektrisch unterwegs, angefangen natürlich mit Hybridfahrzeugen. Mein Dienstwagen ist zum Beispiel ein Hybrid, aber wir haben auch rein elektrische Fahrzeuge, sowohl bei der Stadtverwaltung als auch beim Bauhof. Danke.